Wir haben uns lange nicht gesehen, also hier jedenfalls. Und ich freue mich umso mehr, dass ich euch heute wieder in unserem Geschichtenzauber ein Märchen vorlesen kann. Das ist ein kurzes Märchen und ein sehr schönes Märchen, wie ich finde. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Mein Märchen von heute heißt Die Maus, die sich fledermauste. Das ist ein Märchen aus Brasilien. Es war einmal eine alte Maus, die war ihres Lebens müde. Sie dachte, ich bin zu alt für dieses Mauseleben, meine Beine sind schwer, sie wollen mich nicht mehr tragen, und sie beschloss, es ist an der Zeit, dass ich mich verwandle. Die Maus überlegte, was soll ich werden? Ich möchte meine Wege im Dunkeln finden, ohne dass man mich sehen kann. Soll ich mich vielleicht in eine Schabe verwandeln? Ach nein, man würde mich verachten und zertreten. Soll ich vielleicht eine Schlange werden? Ach nein, man würde mich fürchten und hassen. Ich weiß, ich will eine Fledermaus werden. Dann fliege ich durch die Nacht und fresse Bananen. Da begann die alte Maus, sich zu fledermausen. Sie klammerte sich mit dem Schwanz und den Füßen an einen Zweig und hing mit dem Kopf nach unten, so wie es Fledermäuse tun. Och, da bekam sie einen Schluck auf, und das wiederum hörte eine Fledermaus, die daherflog. Was machst du da? Willst du dich über mich lustig machen? Nein, sprach die Maus, ich will mich fledermausen. Die Fledermaus betrachtete sie und sagte, aber wir Fledermäuse haben keinen Schwanz. Da warf die Maus ihren Schwanz ab und hielt sich nur noch mit den Füßen fest. Die Fledermaus betrachtete sie, aber wir Fledermäuse haben Flügel. Da reckte und streckte sich die Maus und dehnte ihre alte Haut, bis ihr Flügel wuchsen. Da flog die Fledermaus zu ihrem Volk und sagte, stellt euch vor, was ich gesehen hab. Dort hinten, da hängt eine Maus, die sich fledermaust. Lasst sie in Ruhe, damit sie sich verwandeln kann. Die Fledermäuse riefen, eine Maus, die sich fledermaust, das müssen wir sehen. Und flugs waren sie hingeflogen. Und, Maus, fragte die Fledermaus, ist deine Verwandlung schon gelungen? Ich habe mich verwandelt. Und ich möchte für mein Leben gern fliegen, sagte die Maus, aber ich trau mich nicht. Da sprach die Fledermaus, fürchte dich nicht, los, flieg, es ist wunderschön. Die alte Maus aber zitterte und hielt sich fest und blieb hängen. Ich werde dich das Fliegen lehren, sagte die Fledermaus, hab Vertrauen. Breite deine Arme aus, schwinge deine Flügel und lass dich fallen. Und du wirst sehen, du kannst fliegen. Da spannte die Maus ihre Flügel aus, schwingt, lässt los und fliegt. Die Maus fliegt. Sie ruft, es ist wunderschön und fliegt durch die Nacht. Ob sie nun Bananen findet? Viele Bananen. In Brasilien wachsen Bananen, bei uns eher nicht so. Und die reifen Bananen, die frisst sie. Und wenn du einmal in den Nachthimmel schaust und alles ganz still wird, und dann kannst du sie vielleicht sehen, die Maus, die sich fledermauste. Doch die Augen der Menschen können sie nur schwer finden, aber sie dich, auch im Dunkeln. Habt ihr schon einmal davon geträumt, euch zu verwandeln?
etwas anderes zu sein? Eine Fledermaus, eine Maus, eine Prinzessin, ein Drachen, eine Schneeflocke? Das war mein Märchen für heute und ich habe mich total gefreut, dass ihr heute alle hier wart und freue mich auch auf die nächsten Male. Bis bald. Tschüss.